So Leute, wir gucken das neue Video von der Tour. Wir sind in einem Horrorwald gelandet, von der Papa Platte Tour nach Skandinavien. Ich bin gespannt, wie es wird. Wir gehen rein. Falls es euch gefällt, lasst gerne ein Abo da. Kuss geht raus. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir mit ein paar Freunden ein Wohnmobil ausgeliehen und wir fahren damit zusammen durch Skandinavien. Und heute haben wir Tag 3 und wir wollten eigentlich nur entspannt ein bisschen Burger braten, aber Hugo war irgendwie komplett in seiner Milka-Psychose drinne. Und am Ende haben wir uns sogar noch in so einem Horrorwald verfahren. Bildertag auf jeden Fall, Freunde. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit dem Kuss Tag 3. Geht raus. Geht euch mal rein, bitte, wo wir sind, Digga. Heilige Scheiße, Freunde. Wir sind an einem übelst geilen Campingplatz am Wasser. Will jemand schon duschen? Gehen? Ich helfe zu. Ja. Junge, ganz ehrlich, Campingplätze duschen, ne? Kannst du entweder Jackpot haben oder richtige Schmutzanlagen, ne? Also crazy. Und manchmal ist, dann ist es auch so, dann tust du dieses Ding rein, ich, der 15 Minuten duscht, das geht dann da nicht. Da musst du diese Münze reintun und so schnell wie möglich alles fertig machen und dann kannst du entspannen und dann, wenn es kalt wird, dann machst du halt schnell aus. Aber erstmal alles schnell abschäumen, sonst bist du am Arsch. Musst du auch nicht, ne? Dich zwingt jetzt nicht. Willst du deine Eier noch weiter einmarinieren lassen? Oder. Ich muss mal kurz googeln, wie man ein Bett desinfiziert, weil ich muss nachdem Hugo weg ist, da auch noch pennen. Nice, F, der Arme. Ich kümmere mich um die Burgies. Machen wir echt. Ihr kümmert euch um eure Körper. Ja, ja, ist klar. Wir machen jetzt Burgies jetzt, ja. Milka. Was für Milka, Digga. Was für Milka. Ist dein Ernst? Willst du eine Tafel Schokolade zum Frühstück essen? Hey, ihr wollt Burgers essen? Burgers? Ja, okay, nice. Hat er eigentlich recht, ne? Ich hab gerade nicht so Bock zu kochen, aber einer muss kochen. Ich mach's. Einer muss kochen, bei dem das Essen dann auch schmeckt. Ey, egal. Hugo, hast du schon mal gekocht? Natürlich. Was hast du gekocht für Gericht? Würde ich auch nicht sagen, Digga. Ja, dann fängt schon mal an, so nice. Okay. Wenn er mich fragen würde, mich würde vielleicht so zwei Sachen einfallen. Nudeln mit Scampis, Burgies. Ja. Digga, doch, du hast recht, du bist qualifiziert. Digga, ich kann wirklich kochen. Viel so, was? Nein. Warum? Fehler Nummer 1. Warum? Fällt dir was auf? Der Grill ist am Boden. Sonne. Sonne. Hast recht, Digga. Sonne, übelst dumm, Digga. Aber richtig dumm, Digga. Hä, voll der Dumme wie Käse, logisch. Ja und? Er explodiert. Bro, die steht 5 Minuten in der Sonne, das Ding explodiert nicht direkt. Draußen 10 Grad oder so, hier explodiert gar nichts. Ja, die Sonne ist 3 Millionen Grad. Wer länger seine Hand dran halten kann. Schnell. Junge, wer macht denn so eine Scheiße? Wer länger seine Hand an einem Gasofen halten kann? Digga, Junge, auf sowas muss man erstmal kommen. Also, ganz... Oh. Hä? Bro, ich hätte noch halten können, Mann. Was ja, dann mach. Nein, so ist das. Hä? Oh mein Gott, ey Leute, ich kann das nicht mehr. Wo sind wir gelandet? Männer früher sterben, Alter. Ja, wollte ich gerade sagen, Digga, ey. Ich dachte mir das auch gerade so. Guter Satz. Oh, geil. Geil. Wir wollen alle Käse, alle ne? Käse, safe. Ich hol mir den Käse. Ist Kevin nicht vegetarisch? Oh, jo, das wird zu viel. Wer sagt's ihm jetzt? Chat sagt. Oh mein Gott. Ja. Meinst du, ich kann das so flippen, dass es so Salto macht? Ja, schaffst du. Never ever. Oh! Wow! Oh mein! What the fuck? Oh mein! Holy shit! Wusste ich? Krass! Wusste ich? Macher. Fuck, das ist ein Kunstwerk. Wow. Das ist ein Work of Art. Okay, ist er fertig? Fertig. Oh, Digga. Boah, geil. Boah. Das schmeckt übelst geil, danke, Mann. Digga, aber wecker ich, dass das nicht Fleisch ist. Also nicht ja. Fleisch. Also nee, nicht Fleisch, meinst du? Ja. Es ist kein Fleisch, Bro. Ja, ich weiß. Also, es ist lecker, dass es nicht Fleisch ist. Ja. Ja. Ja, ich muss sagen, ich finde es auch, das schmeckt so. Guck mal, das Ding ist, bei Fleisch ist ja eigentlich, weil ich seitdem ich vegan bin, merke ich das ja, Fleisch ist ja eigentlich nur die Soße voll oft geil. Zum Beispiel, wo ich damals Insektenburger gegessen habe, der war auch geil mit Zwiebeln und Soßen und sowas, hat halt einfach so null gejuckt. Wenn du da vorne da ist so mein Kulturbeutel, da kannst du mal reinspannen. Kulturbeutel, was ist das? Eine Waschtasche. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Waschtasche, was ist das? Nimmst du das?
Wie sieht das aus? Bruder, das ist ein Beutel halt. Du sitzt da vorne überhaupt. Ja, ich besitze sowas gar nicht. Was hast du dazu denn? Digga, ich pack mein Shampoo einfach in meinen Koffer. Und Zahnbürste? Auch. Hey, was für Zahnbürste gibt's nicht, hä? Ja gut, dann haben wir das Problem ja gelöst dann. Bruder, ist das mein Kulturbeutel, Digga? Ah! Oh mein Gott. Das ist dieser Körper für die GoPro, Digga. Ich hab doch keine Ahnung, wie das aussieht. Nein, das ist ein Scherz. Das ist gerade Content Hugo, der die Kontrolle übernommen hat, oder? Ja, das ist er. Wow, stark. Yes. Gut gemacht, Hugo. Abwaschen ist das Schlimmste, Digga. Die soll mal irgendwas erfinden, was sich automatisch abwischt. Ja, true. Ich weiß nicht, ob es in Norwegen Milka gibt. Ich finde Papas platte Haare tausendmal besser. Ist deine Entscheidung, no front, aber tausendmal besser jetzt, wie wenn er sie so... Habe ich im letzten Part schon gesagt, glaube ich. Safe. Nein, Bro. Milka doch. Ist, glaube ich, deutsch. Safe, also das gibt's international. Du sagst das, Mann, Digga, das wollte ich auch gerade sagen. Hey, Lil Bro, was geht? Oh mein. Ey, das war aber auch doof gestapelt, müssen wir mal sagen. Wer tut denn einen Teller auf den Topf, wo Dinger drin sind? Ey, das sind doch zwei Teller dreckig vom Dinger. Bruder. Tankstelle? Ich will Milka, ich brauch Milka. Boah, Bruder, was er hat denn mit seinen scheiß Milka? Was ist denn mit dir? Digga, ich will Milka essen. Hugo, du hast ein Raid bekommen von Mr. Schuld. Ey, Mr. Schuld! Oh no, Kevin, okay, du musst wieder abwaschen. Digga, ja, die nimmst du. Oh mein Gott. Bruder, wird immer schlimmer bei denen, ey. Bei mir auch. Alright, das einsteigen, let's go. Hat er seine Schuhe? Nein, ich mein's ernst. Ich brauch Milka. Digga, du bist wie ein Videospielcharakter. Wie kannst du ein echter Mensch sein, Digga? Hä, was denn? Bro, wie kannst du ein echter Mensch sein? Das macht gar keinen Sinn. Guck dich doch mal an. Halt deine Fresse. Wenn einem nichts mehr einfällt. Halt's Maul. Halt's Maul. Alright, Freunde. Quests sind folgendermaßen. Stavanger. Das ist unser Hauptziel. Da ist der nächste Campingplatz, roundabout. Und auf dem Weg dahin Wasser kaufen und Milka-Schokolade. Und Milka, ganz wichtig, Leute, habt ihr gesehen, er kann nicht ohne. Für Hugo, der schon den ganzen Tag in den Ohren hängt, dass wir Milka-Schokolade kaufen sollen. Ey, da links ist ein riesiger Supermarkt. Ja, ist auch der wahrscheinlich. Okay. Also, oh, mega. Dritte Ausfahrt, glaube ich. Wenn nicht, dann Pech gehabt. Okay. Ziel erreicht. Digga, wirklich. Das ist so ehrenlos, Digga. Finde ich gar nicht schlimm. Wirklich, wie so ein Da waren Füße, ne? Ich bin mal kurz AFK. Warte, ich mach kurz Foto. Spaß. Fucking Asoziale. Milka. Alright. Oder hier ist nicht Milka bei Thema Pasta. Also. Doch, das ist neu, die räumen das manchmal um. Wow! Digga, man kann sich hier gemischte Tüte machen. Tschüss! Oh. Digga, krank! Junge, die Auswahl ist krass. Das ist schon sehr krank. Milka hier, ne? Es gibt Kinderschokolade. Wir haben das nicht hier in Norwegen. Wir müssen zu dem Supermarkt, den du gegoogelt hast. Zu der Tankstelle. Und dein Leben ist vorbei. Sag Hugo, dass ich gerade eine Milka-Tafel fresse und es genieße. Freunde, wir haben gerade entschieden in einer halbstündigen Diskussion, dass wir jetzt heute nicht auf dem Campingplatz fahren, sondern wir fahren spontan in den Wald. Oh mein Gott. Ich wünsche, dass wir heute ein Lagerfeuer machen. Das kann ein Lagerfeuer im Wald, wo sich niemand auskennt. Ey Leute, das ist auch wieder so. Und deswegen schlafen wir heute im Wald. Okay, Hugo. Ja. Wartepflicht. Wahrheit. Hast du deine Eltern schon beim Ficken gesehen? Nee, nicht mal gehört. Nee, ich auch nicht. Nee. So was gab's bei uns nicht. Bei uns ist so. Naja, wir reden nicht drüber. Gar nicht. Hast du deine Eltern schon mal beim Ficken gesehen? Ficken, nee. Wahrheit oder Pflicht im Wald, das wäre so geil. Nee, Flaschen drin im Wald. Boah, dann küssen wir uns alle. Ja. Oh ja. Hey. Ficken. Was? Was? Hä? Hose ist. Sorry. Was ist Straßensperrung? Brettlast. Was heißt Brettlast? Brettlast stand da. Ah, breite Ladung. Ah. Jetzt kommt hier so ein LKW. Da kommt die Brettlast. Boah. Oh gut, dass er nicht da reingefahren ist. Gabelstapler dabei oder so, ne? Das heißt, ihr sollt vorbeibrettern. Ja, ist klar, das war echt close, muss ich sagen. In Skandinavien, noch 9 Tage. Sind wir in Skandinavien? Ja.
Was ist eigentlich Skandinavien, Digga? Wo liegt das? Wahrscheinlich irgendwo oben, so, keine Ahnung, Schweden und so, aber... Bruder, hast du gerade gefragt, ob wir in Skandinavien sind? Ja. Digga, wir sind seit 2 Tagen in Dänemark und Norwegen unterwegs, doch. Ja. Ja. Sozusagen Nordeuropa. Ah, okay, das ist alles so... Ja, egal, gib nach. Scheiße! Nein, das ist logisch, dass ich wusste. Ja, tag mal hier einmal kurz auf. Oh nein, Hugo, oh nein. Bro. Sie hatten keine Marshmallows. Und deswegen hast du dir das Elevate 3.0 Nackenkissen gezogen. Bro. Das sah lustig aus. Oh mein fucking Gott, ich scheiß mir die Hose zu. Warum fährt eigentlich nur Reds, Mann? Weil er Bock drauf hat. No joke, du würdest jetzt ja sagen, wenn du keinen Bock mehr hast, oder? Dann fahr ich. Ich habe auf dieser Tour seit Tag 1 keinen Bock mehr. Oh. Ja gut, der ist ja auch versichert. Na, also die anderen können eh nicht fahren. So, you know? Norwegen, Schweden, Dänemark, ja, wusste ich, logisch. Ah, das ist derselbe Laden, das ist so eine Kette. Könnt ihr von denen ja sagen, man sieht das nicht von hier sind? Bruder, was hat der da denn an? Ich kenne ich's nicht. Also Hugo sieht aus wie ein Einheimischer, muss ich sagen. Ich würde gleich hoffen, dass das Schrei schnell in die Fresse. Das ist wirklich dafür, ne? Bitte! Das wäre geil! Bruder, das ist die Essensverschwendung, das können wir nicht machen. Hä, das ist einfach tot. Der steht, um in die Fresse zu schlagen. Steht wahrscheinlich hier, ja, oder? Also du verkürzt. Nimm mit! Lauf, schnell weg! Doch, ich hatte doch eine Bombe drin. Was? Ich hatte doch kochen. Ja, und dann? Haben die jetzt Milka gefunden? Ich glaube nicht, ne? Ich hab so eine Alufolie ins Lagerfeuer. Ja. Hast du Alufolie? Ja, okay, machen wir. Wir nehmen die mit. Scheiß drauf. Hi! Hey! Can you speak there? It's a translator. Warten, er hat gesagt, warten. Das funktioniert, er hat gesagt, warten. Das war Englisch. Das ist so random. Ja, was will der von denen? Hä, hey, ich check grad gar nichts. Oh, Hugo. Where? Ah, nice. Hält einfach dran. Was soll er sagen? Kannst du nicht auf mein Handy hinhalten? Willkommen hier. Kannst du mir ein Intro einsprechen? Willkommen in Franz von Deutschland. Yes. Und wie komme ich hin? Ich glaube, Dominik hat keine Ahnung, was gerade gesagt wurde. Ah, der Ferris. Zum Verkauf und atmosphärisches Segelboot, das zu den fremden Dingen segelt, die nach draußen gehen. Super cool für die Schule, Musical auf Helm, Sofa, Kaffeeinstrument zum Wohnen. Bruder, ich bin richtig überfordert gerade, ne? Vorne. Unser Handy ging gerade leer und was ihr verpasst habt, er wollte ihn nochmal in unser scheiß Wohnmobil rein gerade. Er hätte fast die Tür aufgerissen, wenn Hugo ihm nicht die Tür aufgemacht hätte, Bro. Also er wollte aufmachen, ich habe aber gegengehalten, Digga. Digga, das war ganz groß. Er ist auf dem Dach! Was denn? Er ist auf dem Dach! Digga! Bro, ich dachte wirklich kurz, Digga. Junge. Also bei Gott, wenn das passiert, dann gebe ich Vollgas. Da fahre ich mit 100 ins Haus rein. Weil wenn wir hops gehen, dann er auch mit uns. Bruder, aber das sah auch schon richtig gruselig aus. Irgend so ein Psychomann spricht die einfach an. Ey, ich hab Dominik. Ja? Sag mir alles nach, außer bei dem. Ja, aber dieses Unterhemd, ne? Ich komm darauf irgendwie nicht klar. Wort kaufen sagst du anstatt kaufen K. Okay? Okay. Okay, ich kaufe Tomate. Ich K Tomate. Ich kaufe Haribo. Ich K Haribo. Okay. Ich kaufe Mehl. Ich kaufe Mehl. Ich musste das auf TikTok 3-mal gucken, bis ich gecheckt habe, was der meint. Ich bin ein Kamel, hat der da halt gesagt. Ich Kamel. Okay, sag mir alles nach. Aber bei Kaufe sagst du ja, würde ich voll gerne machen, komm. Okay. Ich kaufe Tomate. Ich kaufe Tomate. Ich kaufe Haribo. Ich kaufe Haribo. Ich kaufe Mehl. Ich kaufe Mehl. Bruder, ich weiß. Ey, bist du dumm, dass du bei mir gehört hast, dass man das nicht sagt? Oh mein Gott, oh mein. Ist das der offizielle Weg, den wir fahren müssen? Bruder, das ist übelst. Bruder, wo wollen die denn da hin? Digga, mach wieder an!
Ja, war schon 10 von 10 Witz, habe ich gehört. Dir ist es halt unlustig, keine Ahnung. Boah, ich check sowas nicht. Imagine, jetzt steht da hinten jemand. Boah, beim Switch jetzt da hinten wäre so jemand. Kommt der näher. Mann, auf. Gleich kommt, steht der Mann davor, den die da eben abgeblitzt haben. Und ihr wollt nach mal Holz suchen. Ah, da war jemand! Ich schwöre, da hat irgendwas bewegt! Nein, doch, doch, Retalk, ja. Retalk, da war irgendwas. Bro, Hugo hat dein Maul. Nein, links, links! Mann, Digga, das sind diese Seitenlichter. Ach so. Junge, er kommt auch gar nicht klar, Mann. Bruder. Mann, nicht so ein gutes Zeichen vom Ding. Wir sind da. Digga, wir sind da. Wir packen jetzt nicht in zwei so fucking Containern, Digga. Digga, der, die. Digga, die Puppe! Die Puppe! Oh mein Gott! Digga, Bro, bitte! Nein, bitte! Digga, bitte! Nein! Hallo, Junge! Nicht mit mir! What the fuck? Ich würde mit Waffe neben meinem Kopf schlafen. Oh, what the fuck? Digga, bitte! Digga, wir sind hier irgendwo nirgendwo, Mann. Was ist der Plan jetzt? Was machen wir jetzt? Jungs, wir sind hier gefickt. Ich hab keinen Bock, das zu sein. Bruder, also ich sehe jetzt das Lagerfeuer gerade echt nicht so, Leute. Nee, auf keinen Fall. Mach, geht ihr da raus. Ihr bleibt schön drinnen. Wir könnten den Weg da runter gehen. Ja, machen wir. Komm. Wir sehen aus wie die größten Vollidioten, Digga. Digga, die sind ready. Digga. Aber gut vorbereitet, sage ich ehrlich. Okay, wir sollten uns als erstes die Puppe angucken. Guck, die ist nett, die lächelt. Hallo. Ich guck mal hinter uns, Jungs, auch vorsichtig. Jungs, lass uns mal nicht so. Ah! Bitte hört auf mit der Scheiße, Alter! Und du? Digga, no way! What is that denn? Ein Condom, bro, what the fuck? Hier war jemand fleißig. Digga, ich geh da nicht rein! Hier war jemand fleißig! Digga, das hat eine Tür! Mann, Digga, Hugo, oh mein Gott, der klopft! Ich mach auf! Klopf vielleicht hier ran, Hugo, hör lieber auf! Da war jemand drin! Ich mach auf, ne? Ja, mach auf. Ja, okay, mach. 3. Ihr müsst rechts stimmen. 3, 2, 1. Das ist eine Toilette. Lass lieber trotzdem mal zumachen. Bruder, ich dachte jetzt wirklich auch irgendwas. Keine Ahnung, Alter. Holy shit. Warum ist denn eine Random-Ass-Toilette? Das ist ein Klo, Bro. Also ich will mal so sagen. Dieser Random-Arschwald hat die Toilettenöffnungszeiten länger offen als auf dem letzten Campingplatz. Ja, das war Feuerwache jetzt. Oh, Digga, diese Hütte ist krass, Mann. Da ist so ein Sitztable in der Mitte mit so Grill und so. Hä? Oha. Oha, Digga, was? What the fuck? Krass. Diese Streichhölzer. Es ist einfach 1.20 Uhr auf so einem gottverschissenen Dienstag oder Montag. Wir sind irgendwo im Arsch der Welt, Digga. Hä, aber voll krass sieht's da aus. Ich hoffe, das klappt. Digga, das wird klappen, 100%. Ruft mal Joris an, auch stark. Liebe Grüße an der Stelle. Okay. Okay, brennt. Hey Bruder, voll gut. Okay, ich glaube, jetzt geht's ab. Ja, es funktioniert! Ja gut, das Papier, das wird jetzt ja locker schnell weggemacht, ne, aber... Eigentlich müssen wir jetzt loslaufen, größere Stöcke ready machen. Es fängt noch nichts Feuer, Digga. Ja, wollte ich gerade sagen, da ist nur die Tücher abgefackelt. Ja, ihr hättet jetzt schon Osterfeuer hier aufgesteckt. Ja. Wenn wir Toilettenpapier haben, können wir das einfach draufstecken und das wird brennen. Da passiert was! Das Holz brennt! Ja, sehr gut. Das Holz brennt! Hugo! Junge, was macht der da mit einem scheiß Besen, das Digga? Das ist jetzt Stadtkinder-Shit. Sorry, Leute. Ich hab kurz meine Lage übertrieben, Digga, das war Quatsch. Wir dachten, das Feuer verloren, aber dann kam Kevin mit Besen und hat geredet. Das sorry. Hat's gerettet. Ich muss sagen, der Besen, da hab ich's wirklich selber gemerkt, Leute, das war Quatsch. Ja. Wenn wir jetzt eine ganze Klopapierrolle. Mann, da, Digga, nein. Wenn wir jetzt eine ganze Klopapierrolle. Einfach Feuer erfunden, Crew. Ja, Bro, klar, wenn wir einen Liter Diesel reinleeren, dann kannst du auch so. Klar. Okay, Freunde. Dominik wird jetzt nochmal ganz kurz hier ein kleines. Okay, was auch immer das war. Dominik wird jetzt hier nochmal einen kleinen Gedenkspruch machen ans Feuer. Ja. Dass wir es trotzdem appreciate und es mögen. Hugo geht's gar nicht gut, Digga. Alles hat einen Anfang und ein Ende. Doch dein Ende, lieber Stamm, Mann, Hugo, war schon lange gekommen. Wir versuchen hier gerade einen Moment zu haben. Adieu, liebes Feuer. Oder kannst du kürzer machen? Wir dürfen nicht die Watchtime killen auf YouTube. Mach noch. Hey, alle, für die auf YouTube sind, Leute, wir haben leider das Feuer nicht geschafft. Super schade. Morgen geht's weiter, da fahren wir nach Stavanger und so weiter. Kommt einfach rein. Ja. Yeah. Sehr wildes Video. Ich mag die Tour richtig gerne. Wie gesagt, alle Links in der Beschreibung. Falls ihr Bock habt, lasst gerne ein Follow da. Kuss geht raus. Bis zum nächsten Reaction.